Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, heute soll es hier mit der Küchenaquaponikanlage weitergehen. Und zwar steht die schon länger leer. Wenn ich unten reingucke, da ist auch kein Wasser mehr. Aber typisch für mich, habe ich natürlich nicht ausgeräumt. Leider war hier das Becken einmal kaputt gegangen. Hatte ich letztens auch schon in einem Video erwähnt, ist ein bisschen ausgelaufen. Und heute in dem Video soll es quasi daran gehen, dass wir diese Anlage wieder fit machen. Wenn ihr hier oben mal reinschaut, da seht ihr schon, die ersten Sachen sind am Keim, die wir letztens ausgesät haben. Video dazu verlinke ich euch einmal hier oben. Und ja, noch ein kurzer Hinweis. Mittlerweile habe ich auch eine Facebook-Gruppe. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da poste ich die Sachen eigentlich mit als erstes, auch noch bevor sie auf Instagram hochgeladen werden. Links zu Instagram, zu Facebook, Facebook-Gruppe findet ihr alles unten in der Beschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Da habe ich zum Beispiel heute jetzt kurz eben das Video hier gepostet von den kleinen Babykäu aus dem Keller. So, dann packen wir die hier erstmal weg. Nicht, dass ich die noch schrotte. Was hier einmal gemacht werden muss, einmal quasi general überholt. Hier oben habe ich das ganze Silikon, mit was ich hier diese Zuleitung abgedichtet hatte, alles schon rausgeruppt. Hier sind noch so ein paar Reste. Das will ich einmal alles neu machen. Und einmal müssen wir die Scheibe hier vorne neu einkleben. Da habe ich Aquariensilikon da. Transparentes, das ist hier schwarz. Das werden wir dann erstmal einmal ausschneiden. Und dann reinigen und neu machen. Hier drinnen war doch nicht die schlauste Idee. Dieses Material, dieses Holz, das ist einfach nur verklebt mit Leim. Und wenn das dann richtig nass wird und man ahne es, über einem Aquarium wird es auch relativ feucht, ja, kann er das nicht so gut ab. Ringsrum ist das schon so ein bisschen, ja, ich will es auch nicht ganz Schimmel nennen, aber so Stockflecken. Und hinten ist auch einmal so ein Riss durch so ein Brett. Da hat der Leim anscheinend einfach nicht gehalten. Da war der schwächste Punkt, da ist auseinandergegangen. Deswegen wird jetzt alles einmal noch von drinnen mit schwarzem Acryllack streichen, dass das Holz einmal ein bisschen versiegelt ist und dass wir noch ein bisschen länger was davon haben. Ja, darum soll es heute gehen. Und ja, würde ich sagen, räumen wir mal das Aquarium aus und streichen zuerst da drinnen einmal mit dem Acryllack, nachdem wir es ein bisschen sauber gemacht haben. Übrigens, wie ich diese ganze Anlage hier gebaut habe, da gibt es eine Playlist zu, kann ich auch nochmal oben verlinken, falls ihr jetzt mal anschauen mögt. So, den Bodengrund möchte ich eigentlich wiederverwenden. Das war ja so Kies mit Austernschalen gemischt. Und ein paar Pflanzen sollen da auch wieder rein. Und da werden auch wieder so extra langsam wachsende Pflanzen genommen, damit die uns nicht zu viele Nährstoffe klauen, die wir ja eigentlich für die Pflanzen hier oben haben wollen. So, ich habe jetzt hier oben das Beet auch noch rausgenommen mit der Lampe und sieht es von innen aus. Ja. Also es hat schon ein bisschen gelitten und hier, das ist der Riss, den ich meinte. Der ist doch ziemlich ordentlich. Das sind halt auch nur so verleimte Platten, die sind nicht so dafür gemacht. Ja, deswegen wird es einmal schön dick mit Acryllack eingepinselt. Und dann sollten wir da noch ein paar Jahre dran Freude haben. Das Ding ist unten schwarz gestrichen. Den Deckel habe ich auch von innen schwarz gestrichen. Der war auch so ein bisschen angelaufen, was ihr ja eben gesehen habt. Dieses, ja, was schon fast aussieht wie Schimmel, aber ich weiß nicht, ob es Schimmel ist, sondern einfach nur so, naja, Stockflecken. Irgendwie so ein Zwischending. Ich glaube, richtig geschimmelt hat es noch nicht. Ja, das Aquarium habe ich jetzt auch hoffentlich wieder dicht gemacht. Warum ich euch das jetzt nicht so im Detail gezeigt habe, weil ich es halt nicht so gemacht habe, wie man es eigentlich machen sollte. Schön die Nähte ausschneiden und richtig kein Silikonfitzel überlassen und so. Da würde ich sagen, einfach radikaler angegangen. Das war hier oben so das oberste Stück. Da bin ich aber auch selber schuld gewesen, dass das Ding undicht geworden ist. Also einmal ist das Becken schon, schlacht mich tot. Das hatten wir schon als Kinder, Jugendliche gehabt. 15 Jahre, denke ich mal, mindestens alt. Und ich hatte eine neue Beleuchtung draufgepackt, eine, die übers ganze Becken geht und nicht wie vorher nur so quer. Also eine Beleuchtung wirklich nur fürs Becken, ich meine jetzt nicht oben bei den Pflanzen. Und weil ich das alles so ganz knapp damals gebaut habe, dass das Becken da gerade so reinpasst, konnte ich die Lampe oben links und rechts nicht abstellen oder nicht vernünftig abstellen. Dann hat man zur Sicherheit oben diese Metall, also diese Edelstahlstäbe genommen und die hier oben so verkeilt. Und durch das Verkeilen habe ich die Scheiben auseinandergedrückt und zwei, drei Tage, nachdem ich das gemacht hatte, war es dann halt hier oben auseinandergedrückt und ist dann bis hier ungefähr ausgelaufen, weil bis dahin war es halt offen. Und ja,
Jetzt habe ich vorsichtshalber hier hinten die andere Naht, obwohl die dicht war, auch nochmal nachgezogen und hier vorne das Stück halt komplett. Und ich habe so eine dicke Naht gemacht, die ist, boah, 5, 6, 7 mal so viel Material wie vorher die Naht und hat einfach drüber gesetzt. Ich habe das vorher einmal sauber gemacht, also fettfrei, staubfrei gemacht, die Naht, und habe halt einfach drüber gesetzt in der Hoffnung, dass das jetzt so funktioniert, und das wird auch so funktionieren. Es ist halt nur ein 60 Liter Becken, wenn man sich die Nähte vorher anguckt, wie schmal die doch sind, was die ausgehalten haben. Und jetzt so eine viel größere Naht über die alte Naht, das muss funktionieren. Auch wenn man es nicht so machen soll, ich weiß, ich habe es trotzdem gemacht. Hier sind überall so schön die Kalkflecken. Dort waren vorher eigentlich Algen, man hat hier keinen Kalk gesehen, wo das nass war. Da kann man das schön sehen, das wird wahrscheinlich diese biogene Entkalkung sein. Deswegen lasse ich das einfach drin, weil ich habe hier kaum Carbonate. Deswegen habe ich hier auch meinen Bodengrund, so ungefähr Hälfte Austernschalen, Hälfte Kies. Bin eigentlich froh über jedes bisschen Kalk, was ich drin habe. Und ich schätze mal, das wird man auch ganz schnell nicht mehr sehen. Das wird einfach wieder grün zu Algen. So hatte ich das vorher auch gehabt. Das stört mich auch nicht. Ich finde das eigentlich schön, wenn die Wände so grün sind. Habe ich ja bei meinem Aquarium drüben im Wohnzimmer auch. Ich habe nur vorne die Scheibe und die rechte Scheibe frei. Das sind halt die Seiten, von denen man reingucken kann. Und ja, das lasse ich jetzt, gleich wieder kaputt. Das lasse ich jetzt trocknen, dann kommt das da unten wieder reingestellt und dann kann man das eigentlich auch schon mit Wasser befüllen und gucken, ob es dicht ist, und dann können schon die Pflanzen rein. So, es sind ein paar Tage vergangen, es ist alles getrocknet. Da drin ist jetzt noch ein bisschen dunkel, das werden wir gleich ändern, weil wir da unsere Lampe drin bauen. Die Lampe liegt hier oben schon drauf und diesmal will ich es ein bisschen anders machen. Und zwar haben wir hier am Ende ja immer diese Halterung, die man so ausziehen kann. Dieses Ding ist eigentlich dafür gedacht, dass man das auf den Beckenrand legen kann. Das passt hier aber nicht, weil wir hier, oh, zu dunkel, weil hier keine Spalte ist. Und deswegen habe ich mir das jetzt so gedacht, dass man hier dieses Kunststoff abmacht. Dann kann man nämlich diese Stangen da rausziehen. Und dann kann man einfach links und rechts jetzt ein Loch machen, hier ins Holz von außen. Dann kann man die Stangen durchführen und dann von innen die Lampe da reinhängen, so der Plan. Hier oben das Ding, das habe ich jetzt auch noch mal alles neu gemacht, einfach schön dick mit Silikon zugeschmiert, nicht schön, aber selten, ich weiß, aber es funktioniert. Und ja, dafür ist schon mal alles vorbereitet hier, Akkuschrauber, Bohrer, das machen wir eben noch, dann haben wir hier drin ein Licht, dann können wir da drin ein bisschen mehr sehen und dann können schon Pflanzen und Wasser ins Aquarium. Dann schaue ich jetzt einmal, wo ich die Lampe ungefähr haben will. Weil es ja auch nicht so einfach ist, weil wir hier die Leitungen haben, die hier hoch und runter führen. Alleine deswegen ist das hier schon alles sehr knapp mit der Größe der Lampe. Die werden wir wahrscheinlich genau dazwischen setzen. Zwischen beide Leitungen. Einmal die Leitung, die hochgeht. Hier kann nachher die Pumpe wieder ran. Da ist die Rückleitung. Muss einmal alles ausmessen, markieren und dann die Löcher anbohren. So, habe ich jetzt mal auf der Außenseite gemacht, dass ich nicht jetzt verkacken sollte. Was ich natürlich nicht machen werde. Dass man es da nicht sieht. Und dann testen wir das da einmal jetzt an. Das passt schon mal. Boah, wieder für gemacht. Dasselbe ist nochmal auf der anderen Seite. Stromkabel. Jetzt das richtige Loch treffen. Tada! Und wir haben Licht im Aquarium. Könnt ihr das aussehen? Ja. Perfekt. Jetzt kommt dann der große Wassertest. Ich war ja noch kein Wasser drin. Ich fülle das jetzt eben einmal auf. Dafür nehme ich das Koiwasser von drüben. Da haben wir schon ein bisschen Nährstoffe drin, so als Start. Dass das gleich alles anlaufen kann. Und ja, Wasser, was verdunstet, was die Pflanzen aufnehmen, was die Fische aufnehmen, wird dann auch mal nachgefüllt mit dem Koiwasser von drüben. Dann hat das gleich nochmal eine Wiederverwertung. Und ja, wir kriegen gleich ein bisschen Nährstoffe rein. Weil wir werden ja jetzt auch Wasserpflanzen da drinnen haben. Die werden auch Nährstoffe verbrauchen. Und hier oben werden ja auch noch Pflanzen reinkommen, die Nährstoffe verbrauchen. Ich habe jetzt extra Wasserpflanzen ausgewählt, die sehr langsam wachsen, die auch keine hohen Lichtbedürfnisse haben, damit die halt Schwachzehrer sind und nicht so viel Nährstoffe uns aus dem Wasser klauen, dass dann eher mehr Nährstoffe hier oben reingehen. So zumindest der Plan. Muss man mal gucken. Und ja, dann lege ich einmal einen Schlauch Aquarium hier hin. Das andere Aquarium ist zum Glück höher als das hier. Dann kann man das per Schwerkraft einfach rüberlaufen lassen. So, ich habe jetzt einmal den Gartenschlauch hingelegt.
Den habe ich draußen übrigens jetzt mit Wasser gefüllt, also mit kaltem Wasser. Deswegen will ich das erstmal hier rauslassen. Aber das ist der Trick an der Sache. Wenn es jetzt funktioniert, halte ich den Schlauch jetzt hier unten in den Eimer rein und es kommt das Wasser einfach rausgelaufen, ohne dass ich saugen muss. Also man muss nicht immer saugen. Und ich weiß nicht, sehen könnt ihr es nicht, aber hören. Jetzt auch sehen. Da kommt zwar dann nicht mehr viel, wenn man höher geht, aber es kommt noch was. Und es ist einfacher, als jetzt irgendwie groß zu schleppen. Das können wir einfach nebenbei gleich laufen lassen und können dann hier schon anfangen, die Pflanzen vorzubereiten. Aber jetzt warte ich noch kurz, bis hier warmes Wasser kommt, das Aquarienwasser und nicht mehr das kalte Gartenwasser. Jetzt kommt warmes Wasser. Mal kurz abknicken, oben reinhalten, aufmachen. So, und jetzt kommt halt nicht die Welt an Wasser, aber es kommt was, ohne dass man groß schleppen muss, man gar nicht schleppen muss. So, und ich habe ein paar Pflanzen bestellt, die habe ich hier in der Schale drin. Mal gucken, wahrscheinlich mache ich es am besten gleich einmal auf den Tisch,